War ja schon nicht ganz einfach, jetzt hier hochzukommen, ne? Aber vor ein paar Wochen war es noch anstrengender, hier durch die Fläche zu laufen. Wir haben schon ein bisschen was gemacht. Und zwar wurde diese Fläche schon mal ein bisschen gemäht, damit wir uns hier ein bisschen besser bewegen können. Habt ihr sonst denn irgendwie erstmal Fragen? Was für Bäume kommen denn hier hin? Für die Zukunft die entscheidende Frage. Wir sind hier an einem Südhang und hier kommt eine Baumart hin, die ein bisschen weniger Wasser braucht als andere Baumarten, die mit längeren Trockenzeiten besser zurechtkommt. Und der ein oder andere von euch kennt diese Baumart vielleicht schon. Das wird die Eiche sein, die wir hier pflanzen. Die Waldbesitzerin hat sich noch eine zweite Baumart dazu gewünscht. Das wird dann die Robinie sein, die immer mal punktuell hier irgendwo mit reinkommt. Und unten an der Feldkante werden wir ein paar Obstgehölze und ein paar Sträucher pflanzen, damit dann auch sich Vögel, Kaninchen, Hasen neuen Lebensraum für sich entdecken können, sodass wir natürlich einen naturnahen, klimastabilen Mischwald, so nennen wir das dann, für die Zukunft wieder aufforsten. Wie viel Abstand braucht eigentlich ein Baum, wenn man das dann so an einen pflanzt? Der Abstand zwischen den Pflanzen ist auch eine ganz wichtige Frage, die wird auch fast auf jeder Führung gestellt. Wir werden in Reihe pflanzen, damit die hinterher einfacher zu pflegen sind und man die Bäume dann in den Brombeeren und so weiter wiederfindet. Und zwischen jeder Pflanze in dieser Reihe, da ist immer ein Meter Abstand dazwischen. Das hört sich erstmal viel an und dicht an, aber so macht die Natur das auch. Und wenn die Bäume dann größer werden, dann ist das so, dann gewinnt meistens der Stärkere. Irgendwann habe ich dann, wenn der Wald so groß ist wie da hinten, habe ich dann von meinen haufenweise gepflanzten Bäumen dann halt nur noch einen Bruchteil von über. Aber das ist ganz natürlich, so macht die Natur das von selber auch. Wir haben hier einen Hektar Wald, den wir wieder aufforsten. Das sind 10.000 Quadratmeter. Von der Kantenlänge sind das dann immer 100 Meter mal 100. Was auch noch ganz interessant ist und was auch für das Pflanzen wichtig ist, hier stehen auch schon andere Baumarten, die von selber gekommen sind. Die haben sich hier selber angesamt, die hat hier keiner hingepflanzt, sondern die sind von ganz alleine hierher gekommen, halt aus den Samen herausgewachsen. Und das sind so eine Areale, da werden wir auch keine Eiche direkt reinpflanzen, sondern wir werden um diese Pulge, um diese jungen Bäume drumherum pflanzen, sodass wir hinterher wirklich eine bunte Mischung an Baumarten hier auch haben zwischen dem, was wir gepflanzt haben und das, was dann auf natürlichem Wege hier auch auf der Fläche von selber kommt. Und jetzt natürlich wie immer noch der Ranger-Tipp. Wenn auch ihr als Schule oder als Lehrkraft gerne mal Interesse an dem Wald habt, wendet euch an einen Umweltbildungsträger oder an uns direkt als Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Oder, was auch möglich ist, erkundet den Wald einfach auch erstmal auf eigene Faust und geht mit euren Schülerinnen und Schülern vor die Tür und entdeckt den Wald.